Nochmal schnell zum Extrembeispiel. Ich nehme mal eine Spule mit ganz, 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 ganz vielen Windungen. Ich sage einfach mal 1000 Windungen dazu. Die schreibe ich mal lieber. 1000 Windungen. Das ist noch nicht mal sehr viel. Es gibt auch schlimmere Spulen. Hier meinen entsprechenden Eisenkern. Ich habe jetzt hier geschmiert, weiß ich. So, und ich mache das mal ein bisschen größer und ein bisschen fetter, damit es besser auffällt. Und zwar, ich nehme auf der Sekundärseite 1, 2, 3, 4, 5. Und zwar ganz fetten Draht. Das macht man bei Schweißtransformatoren. Beim Schweißtransformator braucht man den dicken Draht. Warum? Wenn ich hier 200 Volt anschließe, ich nehme jetzt extra mal nicht 230, damit wir uns nicht dumm rechnen. Ach so, und hier hatte ich gesagt 5 Windungen. So, dann kann ich doch mit folgenden Spannungen rechnen. 1000 zu 5, kann ich sagen, hier habe ich viele Windungen, die mir das Magnetfeld erzeugen. Und bei dieser Wechselspannung heißt das also 1000 zu 5. Könnte ich auch kürzen auf 200 zu 1, ne? 1000 zu 5, 1000 zu 5 ist genauso wie 200 zu 1. Was heißt denn das dann für die Spannung? Wie viel Volt müssten hier rauskommen? Ganz genau, 1 Volt, ist wirklich so. Hier kommt nur 1 Volt raus. Wenn ich aber, wie viel ist die Netzspannung abgesichert im Allgemeinen im Haushalt, in der Garage oder sonst was? Wie viel Ampere-Sicherung haben wir da? 16 Ampere, ne? 16 Amber. 16 Ampere, wenn ich die jetzt mir nehme, nehmen wir an, ich würde bis knapp an die Sicherungsgrenze rangehen, das macht man nicht, dann fliegt die schnell raus. Wir nehmen 10 Ampere fließen hier. 10 Ampere. Ich habe aber ein Windungsverhältnis von 200 zu 1. Das hieße 2000 Watt. Ne? P 2000 Watt. Logisch? Gesundheit? 2000 Watt, ne? 200 mal 10. Achtung, jetzt kommt die fette Seite. Ich habe ja nur, ich habe hier auch 2000 Watt. Ich habe aber nur 1 Volt. Wie viel Ampere kann ich dementsprechend entnehmen? Genau. Theoretische, wenn der Wirkungsgrad ideal wäre, 2000 Ampere braucht man zum Schweißen. Nicht 2000 Ampere braucht man nicht. 40, 50 Ampere reichen. Aber 40, 50 Ampere ist ein Wahnsinnsstrom. Kann jeder mal ausprobieren. Macht's bitte nicht. Macht's bitte nicht. Es sei denn, es gibt euch mal jemanden einen alten Akku, den ladet ihr noch einmal auf und kurz vorm Wegschmeißen. Und dann legt mal einen alten Schraubenschlüssel, den ihr nicht braucht, auf den Akku oben auf die Kontakte. Drrr, 200 Ampere, dann sieht man, was 200 Ampere sind. Weg ist er. Geschmolzen. Der Schlüssel ist weg, alles weg, futsch. Es gibt einen riesen Funken, es gibt einen Knall und der ganze Schraubenschlüssel ist im Eimer. Das nebenbei. Gut, bevor wir jetzt mit weiteren Übungsaufgaben weiterrechnen, das war jetzt ein drastisches Beispiel. Schließe ich das Video an der Stelle ab und wünsche viel Vergnügen, einen schönen Tag und alle guten Wünsche von unserer Klasse, sage ich jetzt nicht. Tschüss.